Okay. Darf ich da rein? Ein burgundisches Lager. Ohne Belagerungswaffen können wir diesen Wall nicht durchbrechen. Jo. Dann gehen wir halt wieder. So, liebe Zockerlauncher, herzlich willkommen zum ersten Mal aus Age of Empires mit der Definitive Edition in der Release-Version, also ohne Beta. Heute ist Release Day, heute ist das Spiel erschienen, daher auch dieser Livestream und die Musik ist mir zu laut. Muss ich noch ganz kurz einstellen, ich konnte es noch nicht so viel rumprobieren. Das, was ich probieren konnte, hat alles nicht so richtig funktioniert. Zum Beispiel, ja, morgen beim Community Game möchte ich ja eigentlich Spectator sein, damit 8 Zocker-Launcher spielen können. Funktioniert aber schlichtweg nicht. Wenn ich hier auf Spiele zum Zuschauen klicke, stürzt das Spiel ab. Mal gucken, was sich da bis morgen noch tut, ob es direkt einen Hotfix gibt. Die Server brechen wohl auch ständig zusammen. Ich lese gerade im Chat, dass jemand Desync-Probleme hat, also wie in Siedler 4 sozusagen. Das wird doch nicht die Vorlage gewesen sein. Also es läuft, wie gesagt, noch nicht so ganz rund und ich habe vorhin mal die Kampagne gestartet und bin auch direkt wieder in Windows gelandet. Ja, so ein paar Kleinigkeiten halt, wie das halt so ist, ne? Ohne Day One Patch. Okay. Ist ja nicht so, dass sie 3 Monate lang eine Beta haben laufen haben, aber hey. Okay, und King Joe bestätigt gerade mein die Fehlermeldung, dass wenn man hier auf Zuschauer klickt, dass dann das Spiel abstürzt. Das ist ein bisschen schade. Das bedeutet nämlich, dass ich morgen mitspielen muss. Aber hey, dann ist es halt so. Gut, ich glaube, wenn man tot ist, dann sieht man auch die ganze Karte. Also wenn ich früh sterbe, können wir trotzdem das Spiel noch zu Ende schauen. Also ist auch nicht ganz so schlimm. Okay, was wollte ich noch sagen? Hi King Joe, hi Super Rising Storm, hi Sonnenscheins, hi Totokam, hi Kartoffelkaiser und hi an alle, die noch nichts geschrieben haben. So, für uns steht heute an, nachdem wir ja schon, da wollte ich gar nicht hin. Kampagne. Nachdem wir ja schon mit William Wallace die Engländer besiegt haben, sehr historisch, möchte ich euch gleich mal auch dran kommen, wow. Sprechen ist so nicht meins gerade so. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte sagen, weil im Chat geschrieben wurde, dass man früher für den Geschichtsunterricht Age of Empires herangezogen hat, um viele Dinge schon zu wissen. Da hatte ich so ein bisschen Gänsehaut, weil das absolut teilweise Blödsinn ist, was hier in den Kampagnen erzählt wird. Das stimmt alles gar nicht. Zum Beispiel William Wallace hat die Schlacht von Falkirk damals nicht gewonnen. Er wurde nämlich da gefangen genommen. Beziehungsweise er wurde da nicht gefangen genommen, er hat die Schlacht verloren und wurde daraufhin gefangen genommen und dann hingerichtet, ausgeweidet und so weiter und nicht so schöne Dinge. Okay, ich bin gespannt, wie das bei der Johanna von Orleans ist. Da habe ich mich nämlich heute auch nochmal informiert auf Wikipedia, wie das so bei ihr war. Und die hatte auch kein so schönes Leben. Die Frau ist schon mit 19 Jahren gestorben, wurde lebendig verbrannt. Kann man mal machen. Okay, Johanna von Orleans, unsere Kampagne, mit der, beziehungsweise mit der ich starten möchte in dieses Spiel. Let's go. Kennst du auch die Filme? Also du meinst jetzt die Filme von William Wallace? Braveheart zum Beispiel? Kenn ich. So, eine seltsame Befreierin. 19. Februar, ein Armeelager nahe Vaucouleurs. Heute Morgen erwachte ich aus Visionen von Feuer und Stahl. Diese Albträume suchen mich immer öfter heim, je länger mein geliebtes Frankreich vom Krieg verzehrt wird. Ich streifte ja, ich hab kein Bier. Lager, doch ich sah nicht den neuen Schnee, sondern die Wunden, die Erschöpfung der Soldaten unter meinem Befehl. In ihren Augen war Verzweiflung. In diesem Moment erblickte ich das Mädchen zum ersten Mal. Sie sagte uns, ihr Name sei Johanna und sie sei eine Bäuerin, die weder das Kämpfen noch das Reiten erlernt habe. Sie sagte uns auch, dass sie Frankreich zu retten gedachte. Der Schatten auf den Herzen meiner Männer lichtete sich. Ihre Stimme war erfüllt von Überzeugung und wir saugten jedes ihrer Worte in uns auf. Ich mag den Glauben verloren haben, doch Johanna hat Glauben für uns beide. Johanna bat unsere zerlumpte Truppe, sie nach Chinon zu bringen,
wo sich Frankreichs rechtmäßiger Herrscher, der Dauphin, vor seinen Feinden verbirgt. Im kriegsverheerten Land dazwischen wimmelt es von feindlichen Marodeuren. Wir werden viele Männer verlieren. Der Tod ist nun ein steter Begleiter. Doch für Johanna trotzen wir ihm. Für Johanna! Wuhu! Okay, ich soll Orleans mal auf Französisch aussprechen. Das heißt dann bestimmt Orléans oder so. Aber ich kann kein Französisch. Braveheart von 1995, geiler Film. Johanna von Orleans von 1999, das war doch eine TV-Produktion, oder? Ich meine, ich habe das auch mal gesehen. Und warum ist eigentlich alles schwarz? Ich habe eine Maus. Oh. Und ein FPS. Ah, jetzt. Hauptziele. Johanna muss überleben. Begleiten Sie Johanna vom Lager der... Was? Vaucouleurs? Zum Chateau von Chinon oder so ähnlich. Okay. Bonjour, Johanna. Boah, mein Kamerad und ich werden euch zum Chateau des Dauphins geleiten. Und wenn es uns das Leben kostet. Ich bin Jean de Metz und werde euch mit meinem Leben schützen. Ich habe mir vorhin noch das Testvideo von der GameStar angeguckt. Das ist eigentlich ganz interessant. Und da wird bemängelt, man hat ja komplett alles neu vertonen müssen, ne? Weil die Sprachsamples nicht mehr da waren. Die Ursprungsfirma, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die gibt es ja nicht mehr. Man hat ja nicht nur alle Grafiken, sondern auch alle neuen Sprachen neu gemacht. Und im Original hatten die Franzosen hier in der deutschen Sprachausgabe einen extremen französischen Akzent. Der ist jetzt leider nicht mehr da. Wobei, ich finde das eigentlich gut so. Ihr seid Johanna von Orléans. Ich habe von euch gehört und ich glaube euren Worten. Wir werden euch nach Chinon folgen. Also die sieht ja nicht sehr folgenswert aus. Komm, ich krieg doch hier noch irgendwo Bogenschützen, oder? Halt! Womöglich könntet ihr auf eurer Reise ein paar Schützen gebrauchen. Nehmt euch auf eurem Weg in Acht. Unser Feind, England, führt seine Truppen durch das Gebiet. Und sein Verbündeter Burgund ist überall. Es ist Vorsicht geboten. Muss ich eigentlich lang. Noch ein Hinweis, ich spiele das völlig blind. Ich habe das zwar schon mal gespielt, bestimmt, so um 1999 rum, also vor 20 Jahren. Ich weiß gar nichts mehr. Und yeah, erstmal die Wölfe töten. Vorsicht! Wow. Vor uns tobt ein Kampf! Bleibt zurück, wenn ihr nicht ins Kreuzfeuer geraten wollt. Gehören die Roten zu mir? Eine weitere herbe Niederlage für Frankreich. Ich hoffe wirklich, ihr könnt das Blatt noch wenden, nicht Johanna zu mir. Von Orléans. Wann kommt Siedler-ADK wieder? Patrick, hi. Hi, Patrick. Es kommt wieder, wenn wir Siedler 6 durchgespielt haben. Und dann ab sofort dienstags. Und Siedler 6 ist, glaube ich, noch genau ein Livestream. Am Dienstag werden wir das Spiel durchspielen. Und dann geht's weiter. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn Warcraft 3 released wird. Aber nachdem die Beta so eine Katastrophe ist, glaube ich, das dauert noch ein bisschen. So, die Brücke scheint kaputt zu sein. Die Brücke ist nicht mehr. Die Engländer müssen sie zerstört haben. Wir müssen einen anderen Weg nach Chinon finden. Ist das eigentlich hier drüben? Wahrscheinlich. Also was ich, gut, ich war damals zum Release von Age of Empires 2. Ich war 14 Jahre alt. Wir haben das damals viel im Multiplayer gespielt. Ich weiß noch, die Kampagne war mir damals, mir war das viel zu schwer. Also ich bin überhaupt nicht klargekommen. Kann die eigentlich auch kämpfen, die Alte? Wegelager, schlitzlose Reisende ausrauben. Was ist nur aus unserer Heimat geworden?
Ich meine, ich bin schon an den ersten Missionen gescheitert. Das Gefühl hatte ich, das war aber in StarCraft 1 auch so und das habe ich eigentlich durchgespielt. Also fast durchgespielt, eine Mission fehlt noch. Und war eigentlich gar nicht so schwer, wie ich es damals empfunden habe. Ich war einfach noch zu jung dafür, beziehungsweise habe eigentlich immer nur Ego-Shooter gespielt zu der Zeit. Mit 14. Oder Super Nintendo oder sowas. Okay. Darf ich da rein? Ein burgundisches Lager. Ohne Belagerungswaffen können wir diesen Wall nicht durchbrechen. Jo. Dann gehen wir halt wieder. Wie, Patrick, du warst damals Top 3. Warum spielst du nicht beim Community Game morgen mit? Was ist da los? Wildbret. Wildbret. Also Bier wäre mir lieber. Tja, also hier kommen wir auch nicht rein. Keine Zeit, ich bin Lokführer, den muss ich mir merken. Alter, Kriegsschiffe. Ja, cool. Dann laufen wir jetzt halt hier oben lang, oder wie? Oder hier ist noch was. Könnt ihr auch rennen? Cool, Patrick. Kann die Johanna eigentlich irgendwas? 4 plus 1? Die kämpft. Was hat so ein Schwertkämpfer? 6. Naja. Rüstung 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ist das dann 4? Gut, sie scheint wenigstens besser gepanzert zu sein. Und warum hat die so ein... Warum haben die so einen Schein? Weil es Helden sind, oder wie? Okay, hier geht's lang. Nicht da schießen, nicht schießen. Sind das Gegner? Ja, da gehen wir lieber vorbei. Oder da wäre was gewesen. Ach, was weiß ich. Liebe. Liebe. Oh ja. Wir haben wohl gleich oben lang gelaufen. Ja, das wäre wohl schneller gewesen. Oh ja. Also. Achtung, Wölfe. Liebe. Oh ja. Liebe. Stimmt wenigstens die Richtung. Das ist gelb, das gehört mir. Französisches Heer. Da, Belagerungswaffen. Sammelt euch, Männer. Wir folgen Johanna von Orléans. Aha. Den Rambock nehmen wir mit. Er könnte uns noch nützlich sein. Pass mal auf, wenn ich nur ein Pferd nehme, dann ist es doch schneller. Da können wir doch mal ein bisschen besser scouten, oder? Seid ihr wahnsinnig? Jenseits dieser Brücke warten eine burgundische Burg und viele Männer. Macht sofort kehrt. Okay. Trotzdem scouten wir jetzt hier noch fertig. Kartenrand, okay. Pass auf, ich mach dich in Gruppe 1 und euch packen wir alle in Gruppe 2 und dann können wir uns ja mal wieder hier hin bewegen. So, könnt ihr schon mal hinterher rennen? Aha.
King Chevo erstellt schon wieder Videos? Okay. Okay, ich muss hier zurück. Wir benötigen eine Mange oder einen Rambock, um diese Welle zu durchbrechen. Kein Thema. Aber Grafik ist schon echter Hammer, auch wenn ihr jetzt hier irgendwie komisch über die Brücke lauft. Auf, mach mal. Okay. Tür auf jetzt. Liebe. Buhum. Gut, ich hätte es auch von Hand aufschlagen können, oder? Hau die Bogenschützen weg. Ihr Franzosen wisst nicht, wann ihr aufgeben solltet. So, noch irgendwelche Truppen hier drin? Liebe. Kommt mal hier hoch. So, und du machst am besten auch das Militärgebäude weg. Okay. Gebracht hat mir das jetzt was? Hier komme ich rüber. Okay, alles klar. Der ist zwar schnell, der Reiter, aber der Sichtradius ist ein bisschen... Ja. Schnell nach Westen zum Fluss, wo wir diesem Angriff entfliehen können. Okay. Metzelt sie doch einfach nieder. Komm, steigt ein. Passt ihr da alle rein? Komm, alle rein. Nein! Meine Ramme. Hey, das sieht auch voll gut aus, ey. Hammer. Aber irgendwie segle ich in die falsche Richtung, war ja eh klar. Flo, läuft eigentlich das Spiel bei dir? Rund? Hast du schon probiert? Die sind voll schnell. Das bringt dir mal richtig was zu segeln. Können wir hochfahren?
Wow. Hä? Hätte ich hier irgendwo an Land gehen können? Wir speichern mal. Wie geht das eigentlich? Autosave. Sie werden angegriffen. Ja, komm, fahr. Das hier ist gelb, das sind doch meine, ne? Also laden wir mal hier aus. Alle weg? Keine Ahnung. Ey, habe ich nur so wenig? Ihr wollt das französische Heer anführen? Eine solche Zuversicht habe ich seit Beginn des Kriegs nicht mehr gesehen. Nun gut, diese 6 Soldaten folgen euch, Jungfrau Johanna. Geil. Ganze 6 Stück. Ey, du bist zu gut. Was hat man da jetzt gekriegt? Skorpion, okay. Hier noch irgendwas auf der Insel? Okay, das wäre die Brücke gewesen. Ganz kurz hier rausdrücken. So, jetzt sehe ich auch wieder den Chat. Warst du schon mal in Frankreich? Ich war einmal in Frankreich. Ich war einmal mit der Schule im Elsass. Ja, war jetzt nicht so meins. Und ich war einmal vor 3 Jahren im Center Park. Frankreich, aber da habe ich jetzt auch nichts von Frankreich gesehen. Ich glaube, das hier abzureiten ist völlig sinnlos. Völlig sinnlos, okay. So, kommt ihr alle? Gut. Oh. Gegner. Libert. Pirax. Erst die Bogenschützen weg, komm. Libert. Jetzt schießt einfach. Und dass die Schwertkämpfer direkt... Pirax. Ich find's cool, dass die Reiter direkt auf die Bogenschützen durchrennen. Libert. Weil das macht... Zur Abwechslung mal total Sinn. Da kommen sie! Zu den Waffen! So, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Hey. Weil dadurch, dass sie zu den Bogenschützen wollten, sie sich gar nicht gewehrt haben. Naja. Oh ja, Libe. Oh ja. Certes. A la bataille. Libe. Oh, Entschuldigung, Reh. Oh ja. Also. Oh, Entschuldigung, Reh. Oh ja. Hier sind wieder Felder, gehört das zu mir? Orange? Nee, Orange. Certes. Libe. Unklar. Franken verbündet, okay. Oh ja, certe. Ha, die Franken, wer kennt sie nicht? Ich bin ja auch Hohenloher Franke. Certe. Chinon, wir haben es geschafft. Echt jetzt? Oh ja. Ist doch noch voll der lange Weg. Certe, liebe, oh ja. Liebe, certe. Lasst ihr uns auch rein? Liebe. Sieht gut aus. Oh ja, certe. Liebe. Certe. Geil. Oh ja, liebe. Ihr könnt euch verteidigen, ne? Certe.
Okay, dann lauft mal durch. Ich denke, so viel wird nicht mehr passieren. Du kannst auch vorrennen. Das Château des Dauphins. Der Dauphin empfängt euch jetzt. Das Ziel hat sich geändert. Okay. Cool. Ging ja eigentlich. Errungenschaft freigeschaltet. Schottlands Wächter. Errungenschaft freigeschaltet. Fränkischer Sieg. Ein fränkischer. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Als Johannas Schritte über den marmornen Boden des Chateaus hallten, blieb den fetten Herzögen der Mund offen stehen. Der Dauphin selbst schien sich zu fürchten, als sie seine Füße küsste. Verehrter Dauphin, begann sie, warum beansprucht England, was uns gehört? Warum tragt ihr nicht die Krone, die euch zusteht? Die Höflinge begannen zu tuscheln. Der Kammerherr flüsterte dem Dauphin seine Lügen zu. Doch der Dauphin schob ihn beiseite und erhob sich, um Johannas Blick zu entgegnen. Sie reicht dem kleinsten Manne gerade bis zur Schulter. Doch wir sehen alle auf, wenn wir mit ihr sprechen. Ich weiß nicht, welch lautloses Gespräch sich zwischen dem Dauphin und seiner Erretterin zutrug. Doch es war offensichtlich, dass seine Hoheit ihr ebenso erlegen war wie wir.